Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer meines YouTube-Kanals, zu einem neuen Special von Lustige Witze. Was? Ist denn heute schon wieder Freitag? Nein, aber ich habe ein Product Placement bekommen. Das heißt, es kommt endlich wieder Geld in die Kasse. Was? Dann kannst du dir aber endlich wieder was zu essen kaufen. Ja! Intro! Lustige Witze in 3, 2, 1, los. 1, 2, 3, go. Sag mal, was ist denn daran so ein Special? Naja, es wird heute endlich mal wieder lustig. Nee, aber jetzt im Ernst, ich habe Witze zum Thema Werbung. Okay. Los geht's. Auf geht's. Neuaufnahme beim FC Bayern. Wow, Sie sind genau der Richtige für unser Team. Mit Ihrer breiten Brust sind Sie sehr gut aufgestellt. Ist es nicht viel wichtiger, dass ich auch gut spielen kann? Nein, nein, Hauptsache die Werbefläche ist breit genug. Die Werbung eines Fremdenverkehrsamtes in Polen. Machen Sie Werbung in Polen. Ihr Auto ist nämlich schon da. Treffen sich zwei Waschmaschinen. Was? Werbung! Dieses Video hier wird unterstützt durch Raid Shadow Legends. Und was soll das sein? Freut mich, dass du fragst, Can. Es ist ein Videospiel fürs Handy, welches innerhalb von einem halben Jahr über 10 Millionen Mal runtergeladen wurde. Wow, das sind ja 22 Mal so viele Leute, wie damals Apple Watch abonniert haben. Ganz genau. Und mindestens so viele, die immer noch auf Final Frustration warten. Say what? Man kann es sich für Android und iOS runterladen. Und das Allerbeste ist, es ist völlig kostenlos. Und ich würde euch dieses Spiel nicht empfehlen, wenn ich es nicht selber getestet hätte. Hier ein Ausschnitt. Stiftung Warentest. Ich meine, die App Store-Bewertungen zeigen hier über 336.000 Bewertungen, die an 5 Sternen grenzen. Ganz genau. Keine Daumen hoch. 5 Sterne. Aber Master Jam, was findest du daran am besten? Also Can, beim Installieren hat mich bereits schon die Grafik und die Auflösung umgehauen. Ich find's echt krass, was man unterwegs mit einem Gerät, das in die Hosentasche passt, schon erleben kann. Und was gibt es als Teil des Neuansteigerprogramms? Und wenn ihr während der Laufzeit dieses Videos hier draufklickt, dann kriegt ihr 50.000 Silber und einen epischen Champion gratis dazu. Ja genau, ihr habt richtig gehört. Gratis! Das ist ja wie geschenkt! Das Spiel wächst rasant und das mit Spannung erwartete neue Faction Wars Feature ist jetzt live. Und es gibt ein fantastisches Belohnungsprogramm für neue Spieler. Du erhältst eine neue tägliche Login-Belohnung für die ersten 90 Tage im Spiel. Mein Charakter in diesem Game ist übrigens Arbiter, weil ihr wisst schon, wenn ich schon hunderte Stunden an so einem Spiel sitze, dann will ich nicht dem Kerl auf den Hintern gucken. Wollen wir jetzt weiter Witze erzählen? Ja. Zwei Waschmaschinen treffen sich im Wald. Kommt ein Jäger vorbei und erschießt beide. Doch eine überlebt. Warum? Sie hält länger wegen Kalgon. Wie heißt der neue Werbespruch von Viagra? Wir stellen die Weichen. Oh Gott. Nach dem 0:5 im Auswärtsspiel schimpft der Trainer mit seinem Starstürmer. Wann kann ich endlich mal wieder etwas Vernünftiges von dir sehen? Heute Abend um 21 Uhr auf RTL, da stelle ich den neuen Fruchtjoghurt vor. Also Chuck Norris bekommt bei Praktika auch 20% auf die Tiernahrung. So, der nächste hat so Angriff der Fragenniveau. Mit Stift- und Warentest, Vibratoren testet, was ist dann besser? Gut oder befriedigend? Stehen zwei Blondinen unter der Dusche, sagt die eine zu der anderen. Hey du, gib mir mal bitte dein Shampoo. Wieso? Dann steht doch direkt neben dir. Ja, aber auf dem steht drauf für trockene Haare und meine sind doch schon nass. Sieh nun wieder. Was hat man, wenn man einer Blondine heiße Schokolade über den Kopf gießt? Die wahrscheinlich dümmste Praline der Welt. Für ein längeres Leben fahren sie defensiv, fahren sie Panzer. Im Bewerbungsgespräch. Was sind Ihre Stärken? Ich bin hartnäckig. Okay, wir melden uns. Ich warte hier. In einer Bank in Frankfurt. Die Bewerberin zum Personalchef. Haben Sie eine Stelle für mich? Was können Sie denn? Nichts. Es tut mir leid, die Führungsetage ist schon leider voll besetzt. Mediamarktwerbung. 8 von 10 Kunden benutzen diesen Staubsauger zum Saugen. Wofür benutzen die anderen zwei den? Wisst ihr was? Ich gründe jetzt ein Magazin mit dem Namen Keine Werbung, denn seid ihr mit eurem scheiß Briefkastenaufklebern am Arsch. Wieso sind Frauen in Tamponwerbungen eigentlich immer glücklich, freudig und am Lachen? Müssen die nicht eigentlich heulen, ihren Freund anschreien und mit der Kettensäge in der Hand rumlaufen? Liebe Google-Werbung, ich habe diesen Fernseher schon bestellt. Ich brauche keinen zweiten. Danke. Sie schrieben in ihren Lebenslauf, exzellente Allgemeinbildung. Was sagt ihnen Richard Wagner?
Ich liebe seine Steinofenpizza. Ich verstehe das nicht. Warum bekomme ich immer Werbung von Schlüsseldiensten in meinen Briefkasten? Würde ich die Werbung auf meinem Schreibtisch finden, wäre ich wesentlich beeindruckter. Die Ausbildung zum Polizeihund dauert 18 Monate. Habe jetzt eine Bewerbung abgeschickt, weil ich es echt gerne machen möchte. Drück mir die Pfoten. Ich finde es so geil. 1276 Todesfälle durch Drogen im Jahr 2018 in Deutschland. Jeder einzelne Tod müsste uns dazu bewegen, noch mehr den Leuten die Gefahren von Drogen klarzumachen. Noch mehr dafür zu sorgen, dass nie wieder etwas geschieht. Wir müssen gemeinsam an einem Strang ziehen und zeigen, dass Drogen falsch sind. 74.000 Todesfälle durch Alkohol. Werbung geht noch. True Story. Und? Was gibt's bei dir die Woche noch? Ja, Freitag kommt noch eine Standardfolge von Lustige Witze und am Sonntag um 17 Uhr kommt noch ein letzter Festival-Vlog in diesem Jahr. Ja, richtig, wir haben gezeltet im Oktober bei 4 Grad. Hier ein Ausschnitt. Ja, und ich mache Videos auf die Meris. Sprechende Meerschweinchen, die versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Werden sie es schaffen? Guckt doch einfach mal vorbei. Like und abonnier, YouTuber. Like und abonnier, YouTuber.